Das war kein idealer Moment. Nach dem Ausraster von Will Smith musste Jessica Chastain auf die Bühne, um ihre Dankesrede zu halten. Hollywood-Star Jessica Chastain erinnert sich an die angespannte Atmosphäre bei den Oscars, als sie kurz nach dem Ohrfeigen-Eklat ihre Dankesrede halten musste. Ich lief in eine sehr aufgeladene Energie in diesem Raum, sagte die 45-Jährige der britischen Modeplattform net-a-porter.com über den Moment, als sie bei der Preisgala Ende März ihren Oscar auf der Bühne annehmen sollte. Chastain war für ihre Rolle in dem Film The Eyes of Tammy Faye als beste Hauptdarstellerin geehrt worden, kurz nachdem ihr Schauspielkollege Will Smith dem Komiker Chris Rock eine Ohrfeige verpasst hatte. Ich versuchte, herauszufinden, wie ich einfach atmen und eine Ruhe herstellen konnte, erinnerte sich die Schauspielerin. Es war ein seltsamer Abend. Bei ihrer Rede sprach sich Chastain dann gegen Intoleranz und Diskriminierung aus. Ich wusste nicht alles, was ich sagen würde, und es gab Momente, in denen ich begann, emotional zu werden, so der Hollywood-Star. Sie habe sich zuvor jedoch überlegt, für welche Themen sie diese globale Bühne nutzen wolle, falls sie dort hoch dürfe.